So, willkommen zurück zu Binding of Isaac. In der letzten Runde haben wir uns ja nochmal an der Large March Challenge versucht, schon ein zweites Mal, und hatten am Anfang eigentlich ziemlich viel Glück. Wir haben den Quadra-Shot von der Spider-Boy-Challenge bekommen. Ab dann ging es aber einfach nur noch bergab und haben nur Scheiße bekommen. Heute versuchen wir mal Isaac Was Good Today Challenge. Habe ich auch noch nie gespielt. Okay, wir kriegen The Halo. Da werden alle unsere Stats erhöht. Eigentlich gar nicht mal schlecht, das Item. Wir können auch fliegen jetzt. Das ist schon mal ganz cool. Heißt, wir können jetzt über jeden Scheiß drüber fliegen. An sich, denke ich mal, gilt wieder sowas wie für alle Challenges hier. Boah, wir haben sogar Herzen ohne Ende. Das ist ja jetzt erst, ist ja der Hammer. Pride ist auch ein ziemlich einfacher Boss eigentlich. Boah, eigentlich nur vor ihm stehen. Trollbomben. Ja, wenn man sich natürlich jetzt nicht von diesen Trollbomben hier wegfisten lässt, dann ist auch alles gut. Aber gut, ist ja noch nichts passiert. So, Death, die Karte Death macht Schaden in dem Raum. Und, ja, ist eigentlich nicht schlecht. Was mache ich denn hier? Was ist denn hier los? Ich bin hier aber auch gerade wieder richtig strong unterwegs hier, ey. So, da können wir rüberfliegen, uns die Kiste holen. Zack. Ab geht's. Ach mein Gott. Oh ja, ey. Heute, das ist ja, fängt ja schon super geil an hier, der Lauf. Da hat man ja direkt Lust auf mehr. So. Zack, Dime. Dime gibt direkt 10 Münzen. Ja, wie ich schon vermutet habe, es gibt hier keine Goldräume, deswegen gehen wir direkt zum Boss. Der Duke. Der liebe Duke. Karte Death. Zack. Boah, hat dem halbe Life abgezogen, ey. What the fuck? Hätte ich ja nicht gedacht. Von dem werden wir uns jetzt wahrscheinlich nicht treffen lassen hier. Wäre schon ziemlich dumm. Aber man weiß ja nie. Ja, schon gerade extrem klug gespielt hier. Ach, wie ich schon gewusst habe, wie ich es gewusst habe, dass dieser kleine, dämliche Penis uns treffen wird. Gut. Hab's ja doch noch geschafft. Ja, komm schon. Fliege geht tot. So, was haben wir hier? Cat O'Ninetales. Okay, Shot Speed up. Das ist auf jeden Fall cool. Man sieht schon, wir schießen jetzt ziemlich schnell. Das ist geil. Und ab in die nächste Ebene. Wir werden mal wieder angekackt. Steht der Isaac total drauf. So, weiter geht's. Unsere Kugeln fliegen auf jeden Fall schon extrem schnell. Das gefällt mir sehr gut. Und wir bewegen uns auch schnell. Wir können fliegen. Das sind eigentlich alles Sachen, sag ich mal, die echt schon sehr gut sind. Wo man auch eine Menge mit anstellen kann, denke ich mal. Aber das heißt ja noch lange nichts. Man hat ja gesehen, man lässt sich von so ein paar kleinen Viechern dumm treffen. Und dann alles, was man davor gemacht hat, war sie ziemlich da. Jetzt stirb. Der ist schon mal tot. Stirb du auch noch, du kleines Viech. Eine Kiste haben wir auch noch. Zwei auf Klaps ist, glaube ich, Bomben. Ja, zwei Bomben. Genau. Hier haben wir nochmal Bomben. Bomben sind immer cool. Wir brauchen zwar auch Schlüssel, aber... Obwohl, ne, Schlüssel brauchen wir gar nicht, weil wir ja keine Goldräume haben. Höchstens für den Shop könnten wir eigentlich ein, zwei Schlüssel gebrauchen. Ach, scheiße, hat er echt noch geschafft. Ach, Mann! Lecke mich doch, So, lass mal die Spinnen hier tot machen. Mann, die sind so schnell, diese doofen Spinnen. Ich mag die echt nicht. Die sind so scheiße schnell. Die bewegen sich auch so unvorhersehbar. So, ach, nur Spinnen über Spinnen. Was ist denn hier los? Ich hab Angst, die kommen dann hier hin. Schön. Ey, hör auf. Wow, 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 wow. Hör auf damit, Spinne, ey. So, was haben wir hier? Pille. Okay, sehen aus. Wir sehen ziemlich merkwürdig aus. Keine Ahnung, was jetzt mit uns passiert ist. I ate them all oder so stand da. Ach, der. Ach so, unser Isaac hat. Genau, unser Isaac hat Pillen genommen, glaube ich. Irgendwelche Pillen gefressen. Und ist deswegen jetzt so komisch verwirrt. Ich
glaube, unsere Kugeln haben jetzt in jedem Raum ab und zu mal einen zusätzlichen Effekt. Bombs Aki. Oh, 6 Schlüssel haben wir jetzt. Und cool. Brauchen noch gar nicht so viele Schlüssel. Wenn wir uns jetzt von denen treffen lassen, ne? Dann ist hier aber echt was los. So, komm schon. Zack, was haben wir hier? Health up, yay! Das ist schon mal cool. So, jetzt gehen wir noch zum Boss. Zum Boss, sag ich, zum Shop. Jetzt, wo wir einen Schlüssel haben, können wir den auch benutzen. 1,5 Herzen haben wir, das hört sich ja schon mal wieder super great an. So, hier könnten wir uns noch die komische Kutte holen. Die holen wir uns aber nicht. Können ja mal versuchen, ob wir vielleicht hier was finden. The Magician. Ich glaube, da starten wir, da spawnen wir so eine kleine... So ein paar Bomben, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber werden es ja gleich sehen. Ach ne, genau, wir kriegen Lenkkugeln. Lenkige Lenkkugeln. Und wir haben hier Spinnen überall. Das finde ich mal gar nicht so great. Aber wir machen Damage. Damage! Nein, wir machen kein Damage. Wir wollen kein Damage machen. Auf den Perik. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ihr wollt mich nicht töten. Ihr wollt mich nicht töten. Nein, 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 nein. Yay! Sehr schön. Ein Spinnen tot. Und jetzt noch das eine kleine Scheißvieh hier tot machen und dann... Yay! Was haben wir hier? Kleiderbügel? Tears up! Sehr schön. Wir leuchten immer noch, aber das ist jetzt nur durch den Magician. Und wir sind in den Caves. Und werden entblößt. So, mal gucken. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir hier mal ein, zwei Herzen finden. Ey, sonst... Oh, diese Räume mit diesen Fliegen... Nee. Echt nicht mein Lieblingsraum. Aber die Fliegen kann man benutzen, um Secret-Räume aufzudecken. Und wir uns gegenseitig einfach den Schaden des Jahrtausends reinhauen. Ist natürlich auch geil. Und wir haben ein super geiles Item. Ja, My Little Unicorn ist so wie die Chariot-Tarot-Karte, mit der wir, ja, kurze Zeit unbesiegbar werden. Warum fliege ich eigentlich nicht hier rüber? Mit der wir kurze Zeit unbesiegbar werden und, ja, Gegner durch Bewegung, durch Kontakt Schaden zufügen können. Und das ist auf jeden Fall eine coole Karte. Coole Karte, sag ich schon, cooles Item. So, man sieht schon, man kann dem Zorn jetzt hier auch mit den Bomben Schaden zufügen. Hier ist halt ganz cool, wenn man hier über diese Felsen drüber fliegen kann. Ganz praktisch. Sollte sich natürlich jetzt nicht von diesen scheiß Bomben treffen lassen. So, kriegt von dem auch Bomben. Ab und zu kriegt man auch ein Item von dem, so ein Bomben-Item. Ja, da kann man so eine riesige Bombe auf den Boden schmeißen. Oh! Boah, das war aber gerade ganz knapp, ey. Alter Schwede. Und wir brauchen HP. Wir brauchen definitiv mal ein bisschen mehr Life. Weil mit dem, was wir jetzt hier so haben, ey, das ist nicht cool. Ich meine, wir haben immer noch unser Chariot-Item. Das ist ganz cool eigentlich. Komm schon hoch. Hoch das Köpfchen. Rein das Stöckchen. So. Ah. So, eine Bombe. Zack. Goldkiste. Ace of Spades. Okay, wir haben, glaube ich, eine höhere Chance, Items zu finden mit positivem Effekt. Oder allgemein Tarotkarten, glaube ich, zu finden. Wollen wir hoffen, dass wir vielleicht hier auch was finden. Tarotkarten sind ja nicht immer schlecht. Wir sehen die Karte Death zum Beispiel, die bringt ja schon eine Menge. Ja, in den Ritualraum gehen wir jetzt nicht rein, da habe ich echt überhaupt keinen Nerv für. Ist, glaube ich, auch besser so, weil wir einfach mal mit ein bisschen Pech wieder mal so eine scheiß Spinne da aus dem roten Raum, aus der roten Kiste rauskommt und dann kriegen wir nur wieder unnötig Herzen abgezogen. Ziemlich nutzlos, deswegen machen wir einfach ganz normal auf die... ganz normale Weise hier die Räume machen. Ohne die irgendwelchen Secret-Kram. So, jetzt gehen wir nochmal hier im Shop gucken. Yay, können wir uns noch ein Herz holen. 50% Sale-Off hätte ich mir gerne mitgenommen, weil das auch die Preise für die nächsten Shops verringert.
quasi um 50, also um 50% immer. Das heißt, auch alle anderen Items in den anderen Shops hätten dann 50% weniger gekostet. Ist eigentlich nicht schlecht, das Item, aber wir haben halt keine 15 Münzen, was sollen wir machen? Dann können wir uns das auch nicht holen. So, zack, Tarotkarte. Chariot, jawohl! Ja, Chariot, habe ich ja gerade schon gesagt, ist wie unser Item. Wir werden unbesiegbar und ja, können in den Gegner reinrennen und den Schaden verursachen. Das werden wir uns auf jeden Fall aufheben, glaube ich, noch. Weil, ja, wir haben ja unser Item, das können wir zuerst benutzen. Sollten wir jetzt auch nicht sofort benutzen beim Bosskampf, brauchen wir jetzt eigentlich nicht sofort. Sei denn, da kommt ein schwerer Gegner. Na gut, Gerdi. Gut. Warum sage ich was von schweren Gegnern und dann kriege ich so einen Gegner? So. An sich, Gerdi ist eigentlich ziemlich simpel, kann man sagen, aber irgendwie auch nicht simpel. Weil der spawnt Gegner und schießt und ist übelst nervig und ich gerade einer meiner Lieblingsgegner. Man sieht schon. Zack, zack. Sollte mal, wenn er den Mund wegmacht, sollte man immer kurz weggehen. Dann macht er nämlich immer kurz drum. Kann man sich gut merken, immer wenn er in den Mund reingeht, kommt der Kotzer und ich werde wieder von so einer Kack Träne getroffen. Aber wir haben es geschafft. Yay, und Hundefutter. Hundefutter ist ziemlich geil. Gibt uns mehr HP. Genau, das, was wir brauchen. Unser Item haben wir jetzt benutzt. Das ist jetzt aber nicht schlimm. Das lädt sich nach 6 Räumen wieder auf. Das heißt, wir können das beim nächsten Boss auf jeden Fall nochmal erneut benutzen. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht so mega tragisch, dass wir das jetzt benutzt haben. Und hat uns, glaube ich, eine Menge Schaden bewahrt. Man hat ja schon gesehen, der nervt ganz schön, der Gerdi. Gibt sogar noch eine stärkere Version vom Gerdi, der ist noch schlimmer. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht nachdenken, ehrlich gesagt. So, ein Schlüssel. Schlüssel haben wir jetzt hier in Massen. Boah, hätte ich mich jetzt geärgert, wenn ich getroffen worden wäre. Warum werde ich denn nie getroffen von diesen scheißgrünen Blasen? Das finde ich.